Rund 1200 Besucher kamen auch dieses Mal wieder, um sich über die technischen bzw. kaufmännischen Ausbildungsberufe sowie die dualen Studiengänge am Standort Gaggenau zu informieren. Unter dem Motto »Deine Ausbildung, deine Zukunft« waren Auszubildende und Ausbilder der Daimler AG vor Ort und die Besucher konnten mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. In der Schule sind, in der 8., 9. oder 10. Klasse, kommt plötzlich der Zeitpunkt, ja, was mache ich jetzt? Wie mache ich weiter? Gehe ich auf eine Schule? Gehe ich in den Beruf rein? Und wie komme ich an Informationen ran? Es gibt natürlich viele Broschüren, aber es ist natürlich auch viel schöner, wenn man das sehen kann, wenn man das erleben kann, um sich zu orientieren und dann auch zu entscheiden, passt sowas für mich, passt nicht. Und da haben wir eigentlich sehr gute Möglichkeiten, das heute auch zu zeigen. Und dass der ein oder andere Ausbildungsberuf passt, haben die Lehrlinge vor Ort schon herausgefunden. Der Beruf ist sehr vielseitig. Man hat immer Abwechslung, man macht nie dasselbe. Und auch sehr detailliert und natürlich auch sehr spannend. Also für mich, ich bin sehr technisch interessiert. Technik ist nur was für Männer. Von diesem Vorurteil war hier wenig zu sehen. Genau, um einfach den jungen Leuten zu sagen, das ist eine gute Ausbildung hier, was man machen kann. Und auch den Frau sozusagen ein bisschen darüber stärken und sagen kann, das ist nicht ein Männerberuf, das ist kein Vorurteil. Also das ist ein Vorurteil und dass die Frauen auch sagen, das machen sie und das wollen sie machen. Bei verschiedenen handwerklichen Aufgaben konnten die Besucher testen, ob die Vorstellung vom Ausbildungsberuf mit der Praxis übereinstimmt. Durch den Austausch mit den Auszubildenden und den Ausbildern der jeweiligen Fachbereiche konnten die Besucher Einblicke in den Berufsalltag gewinnen. Es ist sehr wichtig, damit die jungen Leute überhaupt mal eine Ahnung haben, was auf sie zukommt und sich überhaupt orientieren können. Man findet immer irgendwas und ich denke mal, da kann man sich gut für später vorbereiten und gut aussuchen, was man machen will. Trotz der warmen Temperaturen waren zahlreiche Besucher vor Ort und verbrachten den Abend in der Ausbildungswerkstatt. Vielleicht war für viele ja der ein oder andere Traumberuf bei der Daimler AG dabei und somit auch ein Schritt in Richtung Zukunft getan.